wird ein Banger. Dennis geht aus dem Venue. Wem muss ich Geld holen oder wieso? Geld, Mann. Geld. Senior. Old Money. Ihr könnt auch gleich on Street spielen. Dennis? Apropos on Street. Also Karun gegen Niki, das ist glaube ich so ein Match, das ist geil. Ja. Da guckt man zu und sagt, Mann, ich hoffe, Karun kommt durchs Loser Bracket nochmal ins Grand Finals zurück und wir können das nochmal gucken. Also das ist eigentlich ein German Grand Final. Eigentlich schon. Es ist deutsch, ja. Auf deutscher Ebene ist es schon ein hochkalibriges Match. Hype. Ja. Das ist in einem Wort zusammengefasst. Hype. Niki, kürzlich Berlin Resident. Und einfach ein Sweetheart. Jeder mag ihn. Und Karun, immer schon Crowd-Favorite. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in Berlin beim Jedo gegen Karun gecheert wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Ausrufe kommen über die verbleibende Härte Berlins. Oder dass jemand Geschlechtsverkehr mit jemandem haben soll, wie mit einem Buch. Oder gelesen wie eine... Wie eine Dienstleisterin des, des dritten Sektors. Und da ist es jetzt langsam gut, dass wir diesen Stream auf 60 FPS gestellt haben. Weil, Freunde, ihr wollt keine Frames verpassen. Eigentlich brauchen wir 120 FPS. Eigentlich brauchen wir Slow Motion, um zu verstehen, was passiert. Mal gucken, ob Niki währenddessen eine Analyse machen kann. Und so. Niki macht jetzt so eine Less. Pausiert während du spielst, ja, da ja. Musst du ab. In der Situation einfach ACDI ja. To the left. Und das macht er dann. Warum nicht? Karun, der lange hier in Berlin versucht hat, das technische Level zu raisen mit Karun University. Der Marv in Berlin der populär Marv. Gemacht hat. Ja. Bei Leuten wie Tough C und Zollboy und Buff Target, die alle viel schlechter sind als er. Aber die neue Generation. Here we go. Oh mein Gott. Ich crowd-cancel deinen Nerv. Und dann geht's los. Damage. Minus gegen A. Oh, Jesus. Oh, das sieht so mies aus, wenn das passiert. Fuck. Okay, erster Stock geht an Niki und so souverän, wie man ihn kennt. Aber Karun ist im Tech Chase. Ist der Tech Chase gone. Neutral. Oh. Und das Neutral fischt er ein bisschen nach Uptils. Aber die Leine geht ins Leere. Und es hängt niemand dran, vor allem kein Niki Fox. Ja, du musst erstmal reinkommen. Oh, da ist der Uptilt, den wir wollen. Geiles Powershield. Oh! Oh! F-Smash? Guter Move? Smash Brothers? Oh. Bisschen Flaps von der Ledge. Nee, das neue Smash Brothers, ich weiß schon, das wird nur Schwertcharakter haben. Schwertcharakter. Mario mit Schwert. Verrückt. Luigi mit Gun. Verschiedene Werte. Und das nennt Nintendo einfach Project Plus. Deswegen haben die es genannt. Das ist einfach. Project Plus ist seit Jahren in der Entwicklung bei Nintendo. Sie sind so, please don't steal our IP, we spend so much money. Oh? Oh. Oh, und Up-Throw-Up, ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als den Spieler zu sehen, der so gut ist und den man so sehr respektiert und der einen selber immer so dumm aussehen lässt. Und dann guckt man ihm zu, wie er vermeintlich keine Chance hat und einfach ein bisschen auseinandergenommen wird von jemandem, der das Spiel nochmal auf einer ganz anderen Dimension geknackt hat. Vor allem Arthur könnte leichte Disadvantages haben, weil er eine Brille aufsetzt mit Maske ist halt. Das ist wirklich ein Disadvantage. Ja. Oh, das DI. Niki ist nirgendwo hingegangen. Niki war so, oh, du F-Smash? Was ist das? So wie so Jab? Und? Oh, down air. Oh, forward smash. Nope. Down air. Immer noch nicht vorbei. Oh, der Short Middle. In der Mitte. Oh, der Laser Land. Goodbye. Oh, never mind. Oh, der Karun sagt, ich habe mein Smash DI trainiert. Vielen Dank. Don't you test me, please? Karun aka Zane Jr.
Und da ist das Game 1. Sorry, wenn du Side liest. Gegen den Absorger. Und Upgamer. Negi. Das ist wahres Upgaming, was du hier siehst. Da ist jemand, der setzt sich für seinen Brand ein. Wenn ihr Niki noch nicht auf Twitter folgt und ihr aber gerne süße Hundebilder seht, dann ändert das, weil der Content ist Premium. Und auch als so Amateur-Comedy, während er gerade einfach einen Stock von Marv nimmt und sich in die Tasche steckt, ist immer Hype. Gute Jokes, gute Bits, gute Insights, reale based takes, wilder Content, Yoinks and Yeets. Berliner. Neuerdings. Wobei. Oder wie man das für die. Treptorpark oder. Berliner Landburg. Oder wie die Berliner sagen, Pfannkuchen. Ich bin ein Pfannkuchen. Oh mein Gott, die Sharks. Aber es ist. Town kommt immer wieder so ein bisschen ran. Man hat nur das Gefühl, er ist noch so. Es fühlt sich einfach mies an. Keine Öffnung, weißt du, was ich meine? Irgendwo brauchen muss er immer so das Fehlermuster erkennen und dann so richtig capitalisieren können, aber es ist einfach schwer, Mann. Da sind nicht viele Lücken. Oh! Chain Grabs, die, wenn du die einmal im Blut hast, Abfro. Und. Jawohl, FD. Deswegen nimmt man die Stage. Nicht für den Swag. Für das Money. Für das Money. Ja. Die. Oh! Und irgendwie kommt er wieder zurück aus den Krallen der Vernichtung und dann, wenn Fox einmal anfängt zu zoomen. Oh Gott. Homie Stop. Fair. Wie gesagt, ich brauche das Zeug nicht mehr. Ich habe genug Damage gemacht. Machtkiller. Ruthless. Aber das ist das, was die Leute meinen, wenn sie so sagen, ja, jemand spielt mit einem chirurgischen Skalpell. Subpixel Spacing. Das tut mir leid, ich weiß schon, wie das Spiel ausgeht. Lass mich dich an den Gamescreen führen. Sick. Okay, you take it. Ja. Guter Regrab. Ja, Rolle. Gepunished. Wie die alten Niki immer so gut. Aber es ist Last Stock. Let's go. Kann er ausgleichen? Bisschen Panik ist Buttages, we take it. Schön. Oh! Alles auf die Farm gesetzt. Oh! Fuck! Ganz mies. Und da ist das Game 2-0. Aber, das war close. Und wenn man jetzt die Energie hat zu sagen, fuck it, ich kann ein Game holen, und dann kann man auch drei Games holen, dann ist auch alles drin. Jedes verlorene Game ist Data. Der oder Download. Überlegt schon, was er Losers macht, um das nicht vorzubezeichnen. Überlegt schon, was er später noch isst, ob er Hunger hat, wie es dem Kind geht. Wie ob er geht. Später dann noch Tricks auswendet bei Grants. Ja. Wenn er in der Crew spielt. Ja. Oh! Bonk, bonk. Nice. Direkt auch der Runback auf FD. Das finde ich gut, weil du siehst, dass es eigentlich hätte klappen können. Das war so knapp. Pivot? Yes. Bye, let's go, Karon in the lead. Mehr brauchen wir nicht. Das Spiel kann hier vorbei sein. Man hört den Mash bis hier. Das ganze Venue wird aufgeweckt. No. Side Beats? Nein. Die sind nicht umsonst. Fuck. Das sieht wirklich mechanisch aus, was er macht. Krass. Oh, aber ein Fehler von Nicky selbst. 5 Tournament Winner into actually Tournament Winning. Banane mit den krassen Insights. Meli hat unendlich viele Levels. Meint der Stages? Weil es sind definitiv begrenzte Stages. Nee, unendlich viele Möglichkeiten halt zu sick zu sein. Das ist wahr. Eine davon ist Marv Down Smash in der Situation und es nicht das coolste Level. Wenn du auf dem Level bist, move up or down. Go somewhere else. Gott, die Backers von Niki sind so schnell. Skill Levels, ja. Fast. Banane meint Skill Levels. Und er hat nicht unrecht. Das ist so krass. Bye. Dancing Swords. Nice. Das Dash Dance, das ist das, was wir sehen wollen. Mehr Dash Dance.
weniger Fischen und mehr Punish. Guck dir das an. Fox ist und hat ein Aerial gemacht und ist wieder gelandet. In der Zeit ist Marth noch nicht mal komplett in der Hitstun-Animation. Schön den Ledge gesnappt, schön wieder an die Ledge gesnappt. Nee, in der Corner. Oh, muss wieder runterkommen. Das ist immer mies. Mit 84%. Ah, oh, das war's. Und das ist Winners. GG's. GG's. Nikki firmly im Grand Finals. Und sitzt seinen Platz ab. Oh, jetzt.